Gott, ich will ein Video mit meiner Blood Money Palette machen. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht, so einen Schminklook, sage ich jetzt mal. Und ich will die unbedingt benutzen, ich habe sie noch nie verwendet. Ich zeige sie euch mal kurz. So sieht die aus. Und ich habe sie noch nie benutzt. Ich meine, das Oberteil passt jetzt nicht so gut zu dem Look, aber ist egal. Ich möchte auch den Fixing Spray verwenden, obwohl ich jetzt nicht ganz wo mehr hingehe heute, aber wurscht. Und noch die zwei Produkte. Also das Shiseido BB Ding und mein Blush, um zu gucken, ob er noch funktioniert. Ich habe schon die Augenbrauen gemacht und ich habe schon eine Lidschattenbase, aber ich habe jetzt nicht so speziell irgendwas auftragen, weil, wie gesagt, ich bleibe ja nicht lange so geschminkt. Okay, ich hoffe, ich kann das überhaupt irgendwie anfangen mit der Kamera, weil ich bin das nicht gewohnt, mit der zu filmen, weil ich buckler auch noch da sitzen muss. So, gucken wir mal, wie wir das am besten machen können. Ich meine, ich sitze jetzt so buckler da, aber egal. In welche Farbe gehen wir da rein? Am besten gucken wir trotzdem, dass es trotzdem auch zum Oberteil passt, oder? Also würde ich jetzt beinhart sagen, Moment, ich bin ein bisschen überfordert da. Würde ich vielleicht sogar die sagen, oder? Nehmen wir mal die Heavy Weights oder so heißt die. Die da. Gucken wir mal, wie die rauskommt am Auge. Die krümelt. Gucken wir mal. Ich hoffe, man kann das sehen. Da braucht man sogar keine bunte Base, sondern das geht ohne Probleme. Ich habe die mir ja damals reduziert gekauft, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Mein Bonnie nervt das ein bisschen, oder? ja. Ich finde die Farbe schon mal geil. Ich glaube, man kann das auch gut sehen. Ich muss so buckler da sitzen, aber man kann das richtig gut sehen. Wenigstens irgendwas. So. Das heißt, wir spielen sich aber da noch ein bisschen. Und gehen, grümelt die dunkle, mit der da vielleicht so außerhalb, damit das quasi so ein, bist du bei diesem pigmentiert? Jesus Maria. Oder was sagt ihr? Sie haben zwar so ein bisschen Fallout, aber ich finde das jetzt nicht so dramatic. Ein bisschen verschmiert bin ich, aber wieso ist das da nicht so schön wie da? Kann man das erklären? Gott. So. Das hat aber so einen leichten Schimmer, oder bilde ich mir das ein? Nein, ich glaube, das bilde ich mir ein. So, upsie. Also das wird noch witzig werden, so sich zu schminken, aber okay. So, ich verblende das ein bisschen weiter raus. Ich habe heute extra brav so Augenmasken und so gemacht, aber trotzdem habe ich da diese... Jetzt, wenn ich ungeschminkt bin, sieht man erst, wie schlimm das mit meinen Augen ist. Und ich schaue generell aus, Mundecke, Fieberblase, ich schaue aus wie so ein ranziges Etwas. Richtig furchtbar. Aber egal. Es hat nicht immer rosa-rot alles, ne? So, was nehmen wir noch? Ich mag irgendwie noch eine Farbe nehmen, aber ich weiß nicht, was da noch dazu passt. Wir könnten ja mal diese glitzerige nehmen, aber da brauche ich ein Feuchttuch. Weil die werden wir natürlich mit dem Finger auftragen, ist ja nicht so. Ich nehme noch diese hier. Die da. Gucken wir mal. Boah, geil. Das ist mir echt abgegangen, sich so extrem zu schminken, muss ich sagen. Das ist geil. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen falsch kombiniert. Aber egal. Schön. Jetzt mische ich das noch mit dem da. Boah,
bin echt experimentierfreundlich, freudig heute. Bist du denn? Wow. Also die Kombi ist echt mega. Das war jetzt der Money Haste. Heist oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt noch kriegt online, die Paletten. Weiß das jemand? Ich weiß nur, er hat jetzt vor kurzem auf Instagram die Palette wieder herzeigt und da habe ich so Bock gekriegt, was zu schminken. Bist du deppert. Das könnte man auch eigentlich so als One-Shadow-Look. Ich meine, das ist nicht nur ein Lied, das sind schon wieder vier, aber geil. Jetzt wäre es mir fast runtergefallen. So, das heißt, wir gehen jetzt noch in eine dunkle... Oh, jetzt habe ich wieder zugemacht. So, in eine dunkle Farbe noch rein. In die möchte ich die Secret Stash probieren. Das ist die da oben. Die lacht mich nämlich extrem an. Aber ich glaube, wir verblenden das lieber mit einem dunklen, oder? Ich gehe mal in dieses Braun. In dieses... Ich kann es nicht aussprechen. Ich mit meinem... Englisch Skills, den da. Kann man es lesen? Gott, jetzt. Furchtbar. So. Der Bonnie stört mich, hätte ihn wegklippen sollen. Böse, du Depper, das ist auch ein Make-up-Girl. Okay, jetzt sehe ich genau gar nichts. Da ist auch so ein Grünton drin, der urgeil ausschaut. Also ich glaube, das wird eine von meinen Lieblings-Lidschattenpaletten von ihm. Sieht man das jetzt ein bisschen? Okay, die wird ein bisschen fleckig. Seht ihr das? Aber ich glaube, die Matten sind immer so ein bisschen kompliziert bei ihm. Ich hab echt einen Vogel. Jetzt ist das Bild auch so komisch. Ich weiß nicht, was heute mit meiner Kamera los ist. Mann! Lass das. So. Es geguckt wie ein Freak, aber egal. Ah, die sind wirklich schön, die Lidschatten. Da bin ich echt froh, dass ich gewartet habe. Und sie mir nicht damals teuer gekauft habe. Weil ich habe die ja damals reduziert gekauft. Wenn ich euch erinnern könnt, ich habe da so einen riesen Haul hochgeladen. Irgendwie bin ich da weiter oben als da. Ich hab's in letzter Zeit. Ich kann nur mit meinen typischen... Arbeits-Make-up-Look schminken. Und die restlichen irgendwie gar nicht mehr. So, wir nehmen aber gleich den gleichen. Und gehen in dieses Tux-Free hinein. Was so ein dunkles Grün ist. Ja, ich bin so ein Mischer. Böse, du Deppert, ist das geil. Finde ich schön. Also mir gefällt's. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt, aber ich finde es richtig schön. Ich würde so gerne noch mit dem Schwarz, aber ich glaube, das wird dann ein bisschen zu viel. Ist das schön? Ich komme da halt nicht weiter rauf. Jetzt. Gott sei Dank. So. Ist das nicht schön? Also mir gefällt's. Könnt ihr das sehen? Ich krieg schon wieder Kopf, ey. Ich krieg die Krise. Ich finde es wirklich schön. Es ist zwar ein bisschen Fallout, aber das kann ich dann mit meinem Tüchlein... bisschen wegschummeln. Ich glaube, ich werde mich auch mit dem schminken morgen für diese eine Schulung. Das Glitzer überall. Oh, Dios mio, das ist nicht so gut. Seht ihr das? Scheiße. Ja. Das ist das Einzige, was halt nicht so gut ist, aber... Aber sonst... Das ist das, was ich halt nicht so mag. Ich finde, die von Action riechen so geil, diese... Abschminktücher. Ich meine, ich habe die blauen damals auf das Auge verwendet und dann habe ich so einen riesen roten Fleck da gehabt. Und das machen die Gott sei Dank nicht. So zumindest glaube ich das, dass sie das nicht machen. Deswegen mache ich immer das Make-up am Schluss, weil das ist immer sehr bescheiden. So. Ja, nochmal auf mit dir. So. Ich werde die aber, glaube ich, noch einmal verwenden. Weil die ist wirklich schön. Ich meine, ich habe jetzt schon sehr viele Farben verwendet. Das ist jetzt spiegelverkehrt. Jetzt gehe ich mal in die helle. Boah.
Ich find's cool. Ich meine, die... Ich find's echt cool. Ich meine, es ist, glaube ich, für mich auch leichter, wenn ich nicht... Der Pinsel ist schon so grauslich, seht ihr das? Den werden wir gleich auf die Seite gehen, den werden wir gleich aussortieren. Da merkt man, dass er zu alt war. Jo. Also ich finde das mega schön. Ich mache jetzt mir noch einen Eyeliner und werde noch ein bisschen Make-up draufklatschen. Ihr seht ja, wie schlimm meine Lippe ausschaut. Ich weiß nicht, was da los ist. Und dann sehen wir sich gleich wieder. Bin wieder da. Ich werde aber noch ein bisschen Concealer mit drauf. Irgendwie, ich glaube, ich muss mal meine Motorik testen lassen von den Händen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass da was nicht stimmt. So, jetzt klatschen muss ich noch ein bisschen Concealer drauf, weil ich ja doch noch ein Video drehen will. Ja, jetzt wäre ein Spiegel nice, ne? Nimm einfach den aus der Palette. Ja. Aber im Großen und Ganzen finde ich die echt schön. Also die Lidschatten sind wirklich schön. Ich glaube, man muss ein bisschen... na? Warum bin ich heute so rosa? Ich weiß nicht, irgendwie bin ich rosa, oder? Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich fühle mich heute sehr pink hier. Vielleicht ist der Vorhang? Ah, den sieht man ja in der Kamera nicht. Siehst du nicht schön? Habe ich mir bei Möbelix gekauft. Der glitzert sogar. Hat man das gesehen? Ich glaube, das sieht man nicht. Ein bisschen vielleicht so. Ja. Also, ein bisschen Concealer muss auch sein. Ach, das finde ich richtig schön. Das ist mega schön. Ich habe mich schon so lange, also richtig lange nicht mehr so extrem geschminkt, sage ich jetzt einmal. So. Wir werden aber noch kurz... Jetzt hat man genau gar nichts gesehen, tut mir leid. Aber jetzt seht ihr mal, wie verbuckelt ich da sitzen muss. Ich liebe meinen Pony, aber... Zeitweise geht er mal echt am Keks. So. Okay. So, jetzt klatsche ich mir noch schnell, bevor wir zum Fazit kommen, das Make-Rouge drauf. Nur um zu gucken, ob er noch funktioniert. Also das Blush, um zu gucken, ob es noch funktioniert. Ich habe da diesen Weihnachtspinsel, passt ja perfekt. Ich glaube aber schon. Dass der, ich meine, am Pinsel ist noch Farbe drauf. Warum bin ich so rosa? Ich verstehe es nicht. Vielleicht kann ich den bald benutzen, weil das war ja eigentlich so ein limitierter Blush-Highlighter. Also das war so eine Mischung aus drei. Oben hatte sie den Highlighter, da zwei Blush-Farben. Und ich fand den eigentlich damals sehr schön. Hab den aber nicht mehr benutzt, weil ich das Gefühl hatte, dass in der Mitte keine Farbe abkommt. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Das schaut aus, als würde da in der Mitte... Aber er gibt Farbe ab. Ich freue mich wieder mit Pink an. Finde ich gut. So. Gucken wir jetzt mal, ob ich zu viel drauf habe. Na, perfekt. Aber ich habe mein Make-up nicht gescheit verblendet. Weil ich jetzt diesen depperten Schwamm hingeben. Oh, ja. Ich habe das Make-up beschissen verblendet. So. Highlighter gebe ich jetzt nicht drauf, weil in dem Blush ja sowieso ein Highlighter mit integriert ist. Aber ich finde das echt schön. Also die Lidschattenpalette ist wirklich schön. Genau so einen Ton habe ich auch in der Alien-Palette, was ich weiß. Aber mir hat sie trotzdem so gut gefallen. Und ich finde das Endergebnis mega schön. Also das war... Ich glaube, ich werde mich morgen nochmal mit der schminken, weil ich muss auf eine Schulung am Abend müssen. Ich bin nämlich morgen auf einer Schulung am Abend und ich will unbedingt nochmal mit der schminken. Weil die ist ja wirklich geil. Okay. Die ist wirklich mega, mega schön. So. Ich habe mir auch Mascara noch drauf gegeben. Ich war ja am Anfang von der so begeistert und sieht man das jetzt so ein bisschen?
Die macht so arge Fliegenbeine irgendwie. Gefällt mir gar nicht mehr. Das war die... Ich sag's ja, irgendwie habe ich mit der Motorik. So, das ist die da. Und die riecht doch jetzt schon ganz komisch. Das ist von Urban Decay. Und die ist auch so schmierig schon geworden. Seht ihr das? Die ist so richtig eklig schmierig geworden. Verstehe ich nicht. Das war von Urban Decay, die Lash Freak. Bin ich nicht so der Fan. Am Anfang war ich ja sehr begeistert davon, aber irgendwie hält sich das in Grenzen. Lipgloss habe ich mir jetzt auch noch schnell drauf klatscht. Ich habe mir einfach irgendeinen aus meiner Lade genommen. Das war der Juicy Bomb. Ich verstehe den Hype nicht. Der Proud Papaya, der schmeckt aber geil und riecht geil. Und die Farbe, ich meine, das ist nur so ein transparenter Lipgloss. Jetzt werden wir sich noch den Kokosspray... Boah. Und das hasse ich am meisten. Seht ihr das? Das zippt mir am meisten an. Kurze Essenspause. Also kurzes Fazit noch zu den Sachen. Ich habe nämlich komplett jetzt den Faden verloren, durch das, dass ich essen war und jetzt noch nebenbei ein anderes Video geschaut habe, bin ich total raus. Ich glaube, dass auch wenn ich das andere Licht nicht anhabe im Schlafzimmer, dass das ein bisschen besser ist. Oder was sagt ihr? Ihr könnt jetzt eh den Vergleich sehen. Also, in irgendeinem Video, und weg ist sie, bin ein bisschen überfordert, weil ich nicht weiß, wohin mit den ganzen Sachen. So, in irgendeinem Video habe ich mal die Mascara erwähnt und habe gemeint, dass ich sie gut finde. Das hat sich total verändert. Erstens mal ploppt die schon so eklig und zweitens ist sie schon total schmierig irgendwie. Auch wenn ich sie auftrage, merke ich das total. Also mögen durch die jetzt nicht mehr so. Ich bin froh, dass das Blush doch noch funktioniert von dieser ganz, ganz alten MAC-Kollektion. Dann werde ich mal versuchen, das aufzubrauchen, was ja nicht leicht ist. Das finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ich finde den Sprühnebel okay. Der Duft ist mega. Der Duft ist wirklich gut. Das erinnert mich an dieses Yves Rocher Kokos Parfum. So. Das ist der erste Juicy Bomb, der mir gut gefällt. Ich habe den Litchi, den Melone und den Papaya. Und den Papaya finde ich sehr gut. Das Einzige ist, sie halten nicht lang. Ich glaube, man sieht das eh. Also lang. Er hält jetzt in dem Sinne ein bisschen länger als die anderen beiden. Aber ja, ich weiß auch nicht, was ich mit meinen Lippen machen soll. Ich müsste endlich mal Blut abnehmen gehen. Aber ich bin so ein Schisser und traue mich nicht zum Arzt Blut abnehmen gehen. Ich muss mal meine Freundin fragen, ob sie mit mir mitgeht. Und zu der Lidschattenpalette, die ich jetzt halt auch verwendet habe, was ihr im Video gesehen habt. Ich bin mega begeistert. Ich bin wirklich... Schaut mal, wie schön die Farben sind, bitte. Ich möchte auch irgendwie mit den vier nochmal was schminken. Und dann das mit so... Also mit den sechs Farben. Oder mit den sechs Farben. Schaut sich auch mega aus. Also ich bin ein riesen Fan von der Palette und werde die auf jeden Fall noch öfter verwenden. Ich versuche sie öfter zu verwenden, aber ich finde die wirklich schön. Also, ich habe mir vorher gerade die Hände gewaschen und habe so in den Spiegel geschaut und mir gedacht so, okay, echt schön. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auch wenn das jetzt ein bisschen verwirrend war, weil ich jetzt so lange gebraucht habe, bis ich das Stück da dazu drehe, obwohl ihr das eh nicht merkt. Aber ich glaube, das ist besser. Jetzt habe ich schon wieder Schluck auf, das nervt mich auch. Ich beende mal dieses Video und hoffe halt... Wortkotze. Ich beende mal das Video und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye.